Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben. Hier ist heute mal im Singleplayer-Modus die Mathilde. Es gibt nämlich folgendes Problem. Der kleine Heinrich hat ein großes Computerproblem. Der Computer vom Heinrich, der zickt nämlich gerade ordentlich rum. Bedeutet, wenn Heinrich manchmal spielt, kackt der Rechner einfach ab. Er weiß nicht genau, was das Problem ist. Er weiß auf jeden Fall, dass es nicht an den Arbeitsspeichern liegt. Er hat da viel rumprobiert. Okay, er weiß es. Sorry, er krete gerade von der Seite rein. Es liegt am Board. Bedeutet, er wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal einen neuen Rechner besorgen. Bedeutet, bis Heinrich seinen neuen Rechner hat, wird es erstmal keine großen Folgen bei Conan, aber auch hier Mountain Blade etc. geben, weil der Heinrich nicht in Ruhe spielen kann, ohne dass das Spiel abkackt und teilweise läuft das Spiel extrem ruckelig. Deswegen dachte ich, ich mache nochmal eine kleine Einzelfolge, die wird wahrscheinlich auch jetzt keine Ewigkeiten dauern. Ja, mir ist nämlich eingefallen, wir wollten uns ja nochmal einen Träger besorgen, das werde ich heute versuchen zu machen. Ich habe mir hier schon Silent Bob geholt. Aber bevor ich das mache, ich habe nochmal geguckt, weil ich brauchte auch neue stumpfe Pfeile. Da habe ich gesehen, ich zeige euch das mal, ich kann so einen schicken Drachenknochenbogen bauen. Das möchte ich jetzt natürlich auch machen. Ich bin mal gespannt, was der so für Power hat. Vor allem haben wir jetzt endlich mal tatsächlich was, wofür wir Drachenhorn und Drachenknochen gebrauchen können. Wuhu! Das Einzige, was uns dafür noch fehlt, ist die robuste Sehne. Dafür musste ich den Seilmacher lernen. Habe ich gemacht. Ich kann hier jetzt eine robuste Sehne herstellen. Und wenn die fertig ist, mache ich mir einen Drachenknochenbogen. Und gucke mal, ob der so viel besser ist als der gehärtete Stahlbogen. Ich bin gespannt. Okay, das dauert jetzt doch ein bisschen. Gucken wir mal hier. Wir haben ja doch so ein bisschen Drachenknochenmäßig was gelernt letztes Mal. Ach ja, was euch vielleicht... Drachenknochenschild. Nice. Woran ihr euch vielleicht auch noch erinnert, ist die Tatsache, dass wir ja eigentlich letzte Folge in der alten Basis geendet haben. Und, ups, Mathilde ist wieder in der neuen Basis. Ja, ich bin halt offscreen noch einmal schnell nach Hause gelaufen, weil hier kriege ich vernünftige Trägersklaven. Und der Bogen ist immer noch nicht fertig. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil der liebe Heinrich und ich haben natürlich letzte Folge vergessen, unsere Begleiter nochmal vernünftig abzustellen. Deswegen sehen wir hier in unserer neuen Basis den Rittersporn. Und der kleine Wurm dürfte dementsprechend hier auch irgendwo rumstehen. Jo, da ist er. Das heißt, Heinrich hat keinen Begleiter bei sich. So, wie sieht es jetzt mit meinem neuen Bogen aus? Oh, der ist immer noch nicht fertig. Also der muss bitte ordentlich Wumms haben. Dann mache ich mir noch ein Drachenknochenschild. Ich will Drachenknochenschild. Ups. Hier haben wir noch Drachenknochen. Wir haben so viele Drachenknochen. Wird ja auch Zeit, dass wir die endlich mal für irgendwas benutzen können. So. Jetzt haben wir hier keinen Platz mehr drin. Narf. Das ist ja doof. Das nehmen wir hier mal weg. Hier die Tierhaut. Brauchen wir doch sowieso nicht. Können wir hier ein Dings da packen. So. Da. Tierhaut. Oh. Jay oder Silent Bob? Oh, jetzt muss ich hier rüberklettern. Dass die Sklaven immer so doof im Weg stehen müssen. Das ist doch Banane. So. So. Drachenknochenschild. Dafür brauche ich erstmal so einen Schildhintergrund. Und ich sehe gerade, dass ich den gar nicht kann. Ah! Manu. Ein Schildrahmen. Oh, kann ich das denn überhaupt lernen? Habe ich da noch genügend Punkte? Ich habe nur noch 9. Hm.
Wo ist denn der Schildmacher? Such mal Schild. Ups, Schild. Da, Schildmacher. Ach, Kosten 13. Nerv. Stufe 60. Könnte ich sogar lernen, aber da hat die Mathilde nicht genügend Punkte für. Da fehlen ihr 4. Menno. Ah ja, Attribute kann ich noch mal was machen. Ja, Vitalität war... Oh. Stehvermögen. Da kann ich auch mal gucken, was ich hier wieder machen kann. Beweglichkeit. Ah. Stärke. Ach, da fehlt nicht mehr so viel. Wäre es eigentlich sinnvoll, hier Stärke mal so weit zu erweitern? So. Salz in die Wunde. Und Belastung. Oh. So. Okay, aber mein Bogen müsste doch jetzt langsam mal fertig sein. Ja, der Bogen ist fertig. Was hätte er denn? Gesundheitsschaden 22, Rüstungsdurchdringung 9% und der gärte Stahl. Oh, der ist viel besser, der Drachenknochenbogen. Der ist besser. Dann mache ich dem Heinrich auch schon mal ein. Da mache ich dem Heinrich doch auch ein. Dann freut er sich, wenn er hier wieder ankommt. Da hat er einen neuen Bogen. Jetzt fehlt mir ein Drachenknochen. Eins. Dann mache ich dem kleinen Heinrich doch eine Freude. Hat dann einen schönen neuen Bogen. Freut er sich. Heinrich happy. So, dann geht der gehärtete Stahlbogen zur Seite und da kommt der Drachenknochenbogen hin. Muss ich mir aber gleich nochmal anschauen. Ups. So, wie sieht der denn aus? Oh. Boah. Dann kommen da schon mal die stumpfen Pfeile drauf. Weil... wir wollen ja Sklaven jagen. Also, Silent Bob folgt mir. Wir sind ausgerüstet. Dann gucken wir mal, ob wir einen Trägersklaven kriegen. Oh, hier haben wir noch einen Rüstungsmacher drin. Huhu. Düb-di-du. Dann laufen wir mal durch die Stadt. Und gucken, dass wir hier einen Träger irgendwo finden. Du, hallo Träger, wo seid ihr denn? Ich möchte einen kleinen Träger haben. Du bist kein Träger. Ja, und sonst so. Super spannend. Ich hoffe, ihr seid noch alle gesund. Das mit dem Computer vom Heinrich ist natürlich extrem ärgerlich, weil da hat er jetzt mal Urlaub. Und dann geht der Rechner hops. Also, beste Zeitpunkt ever. Oh nee, da sind die gemeinen Leute. Wer geht weg? Und da ist ein Träger. Na toll. Jetzt habe ich hier gemeine Saftsäcke am Arsch und hier rennt ein Träger rum. Das kann doch nicht wahr sein. Und Silent Bob hat natürlich nur einen Knüppel dabei. Also dann versuchen wir mal hier den Träger da irgendwie im Auge zu behalten. Aua. Okay, aber der Träger rennt hier hin und her. Aua. Aua. Aua.
Narf. Oh, das läuft doch kacke hier. Wo ist mein Träger hin? Der rennt raus. Ich muss den doch im Auge behalten. Habe ich wenigstens nicht mehr ganz so viele Idioten am Hacken. Träger habe ich auch noch im Blick. Gut, den hat er schon mal K.O. gehauen. Aua, ey. So, dann laufen wir mal da hoch, weil da war irgendwo der Träger. Da. So. Ich habe mir jetzt schlau, wie ich war, natürlich kein Knüppel mitgenommen. Ich habe hier nur meinen coolen Bogen mit den Betäubungspfeilen. Das heißt, ich klettere hier hoch. Oh, das ging aber schnell. Ha! Haha, voll gut. Oh nee, ne? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh, warte, mal gucken, ob ich an den reinkomme. Oh, Gott sei Dank. Junge, eigentlich solltest du die jetzt nicht niederknüppeln. Ich habe den, den ich haben will. So, wo geht's jetzt nach Hause? Ich habe doch in Städten keine Orientierung. Ich habe immer nur draußen Orientierung. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich sag doch, ich kann mich nur draußen orientieren. In der Stadt null Orientierungsvermögen. Draußen in der Natur komme ich klar. Und ich hoffe, dass jetzt hier der Typ sie nicht alle total scheu macht und alles niederknüppeln will, was hier rumrennt. So. Das ging jetzt doch irgendwie ein bisschen schneller, als ich gedacht hätte. Es ist zwar ein Stufe 1 Träger, aber das ist ja... So, Silent Bob, wie geht's dir? Du bist Stufe 3, immerhin. Wir könnten ja fast nochmal losziehen und gucken, ob wir noch einen Träger finden, damit Heinrich einen Träger hat und ich einen Träger habe. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch einen Träger. So, da gehen wir jetzt aber mal ein bisschen anders. Gehen woanders rein. Weil es ist doch eher unwahrscheinlich, zumindest so vom Gefühl, dass an der gleichen Stelle sobald nochmal ein Träger auftaucht. Das wäre zumindest unlogisch in meinen Augen. Sklave. So, warte mal. Silent Bob folgt. Na, dann ist ja gut. Ach, da ist er ja. Okay. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen Träger finden.
Du wie du. Wäre ja schön, wenn wir noch einen zweiten Träger finden. Dann habe ich meinen und Heinrich. Und ich meine, klar, wir wollten ja nächstes Mal erst nach... was wollten wir? In Gerber. Okay. Genau, wir wollten ja irgendwie hier so uns nochmal umschauen. Deswegen sind wir ja in unserer alten Basis eigentlich auch geblieben. Aber früher oder später kommen wir ja nicht drum rum, uns um Sternmetall zu kümmern. Und da hattet ihr uns ja schon den Tipp gegeben, ey, holt euch da doch mal Träger. Die können gut kämpfen und können schleppen. Das wollen wir natürlich berücksichtigen, wenn ihr uns schon so schöne Tipps gibt. Und da ist es natürlich besser, wenn wir zwei Träger haben, statt nur einen. Jetzt muss ich aber erstmal einen zweiten Träger finden. Und zwar am besten so, dass ich da nicht gleich die ganze Stadt hinter mir her habe. Das wäre natürlich ganz gut, wenn nicht gleich die ganze Stadt hinter mir her ist. Du wackelst aber schön mit dem Popo. Männer, typisch. Warum müssen die Frauen eigentlich so barbusig sein? Ich meine, ich könnte ja auch einfach die Zeit nutzen. Da hat jetzt Mathilde wieder nicht nachgedacht. Man könnte ja auch einfach zwischenzeitlich auf den Dächern rumklettern und Zeug sammeln, ne? Könnte ja man einfach so nebenbei auch machen. Eigentlich kein schlechter Gedanke. Hab jetzt natürlich dafür die falschen Klamotten an. Will mich ja schon wieder nackelig machen. Na gut. Klettern wir erstmal so. Wenn es zu anstrengend wird, mache ich mich halt nackig. Ey. Oh, wie praktisch. Hier ist sogar direkt eine Truhe. Haben wir hier irgendwas Schönes? Ah, die Stahlbarren sind interessant. Da, wer macht denn da die ganze Zeit so wuhu? Das ist ja furchtbar. Kämpfer, Koch, Schmied. Kein Schleppo der Dritte bis jetzt zu sehen. Hi, Jungs. Da sind wieder gemeine Arschlöcher. Ah, klettern wir hier erstmal hoch. Ach, ihr meckert da schon rum. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Wisst ihr was? Ich habe hier auch noch normale Pfeile, ne? Der hat ja einen Totenkopf. Der ist auch irgendwie so angezogen wie Heinrich. Oh, bleibt doch mal stehen, so kann ich euch doch gar nicht abknallen. Ja, ja, ihr zickt da unten rum, ich stehe hier über euch. I don't care. Blood of the serpent. Enemies at the gate. Ach, das ist der Banditenanführer, der mit dem einen toten Kopf. Egal, schießen wir die mal ab hier.
Silent Bob macht das schon gut. Vielleicht schieße ich demnächst mal ein bisschen Heilung runter. Aber Silent Bob hält sich gut da unten. Ja, machen wir mal ein bisschen Heilung darunter. Da freut sich Silent Bob. So, oh, habt ihr es gesehen? Ich hab den dann 2 geschossen. Ey, die Banditen sind ja auch so ein bisschen blöd, dass sie da Feuer werfen, wo die selber rumstehen, oder? Also, sorry, aber das ist nicht wirklich klug, wenn ich das mal so behaupten darf, dass sie sich selber ins Feuer setzen. Wer von denen ist denn da der Idiot, der die ganze Zeit Feuerkugeln wirft, ey? So, haben wir den schon mal getötet. Puh, keine Ausdauer mehr. So, Mathilde schlachtet. Hallo Silent Bob, geht's dir gut? Hier, nimm noch mal diesen. Was haben wir denn Schönes? Oh, wir haben Gewürze, Eisenbarren, Schwefel, das ist doch nett. Ups, das ist die zweite Hälfte. Oh, Lederfesseln. Oh, nicht schlecht. Nehme ich auch gerne mit. Oh, nehme ich auch mit. Okay, ja. Ach ja, ich war ja eigentlich dabei, da gerade hochzuklettern, ne? Aber eigentlich wollen wir ja einen zweiten Schlepper. Vielleicht sehen wir ja von hier oben wen. Glaub's zwar nicht, aber... Was haben wir? Ein erweitertes Werkzeugverbesserungskit. Das ist doch was Nettes. Stahlbarren ist auch was Nettes. Eisenbarren ist auch nett. Auch wenn mir Gold lieber wäre. Na gut, von hier oben. Sehen wir natürlich kaum Leute. So ein Fernrohr hätte natürlich auch was für sich. Das wäre doch mal was, ein Fernrohr. Könnte man die Leute von hier oben beobachten. Da hockt jemand. Tja, Silent Bob. Wie sieht's aus? Ist hier irgendwo noch ein Schlepper? So, genau. Schleppo. Wo sind denn hier die Schleppos? Ihr lernt's auch nicht, Leute, oder? Das sind aber eigentlich nicht die, gegen die ich kämpfen will. Ich will einen Schleppo haben. Boah, machen wir hier mal ein bisschen Licht, sonst erkennt er ja gar nichts. Blood of the Serpent.
Ah, ich gehe hier mal weg. Sind gerade alle irgendwie ein bisschen sauer auf mich. In the name of Set, identify yourself. Okay, wir haben hier ein bisschen zu viel Stress geschoben. Oh, du siehst nett aus. Was bist du? Ein Plünderer. Ohoho. Ich gehe nach Hause. Weck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Wo geht's denn nach Hause? Schon wieder das alte Problem. Na gut, vielleicht gibt's ja nächstes Mal noch ein Schleppo. Oder offscreen. Keine Ahnung. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass wir auch noch sowas wie... Oh, sieht das schön aus. Ach ja, stimmt, da wäre ja was. Ah. Ach, ich bin ja schon zu Hause. Schau einer an. Na gut. So, aber was brauchen wir denn noch, um zum Beispiel diesen hier aufzuwerten? Ah, bam. Geformtes Holz und Ziegel. Wie sieht es hier an der Ziegelfront aus? Oh, ziemlich schwach. Dann kümmern wir uns doch darum. Oh, meine Fackel ist im Arsch. So, dann packen wir hier da die Lederfesseln mal hin. Und die stumpfen Pfeile. Eisen packe ich hier hin. Knubbelbubbel. Noch ein bisschen Leder nehme ich mit. Doch nicht alles. 10. Reichen. Dann Werkzeugverbesserungskit. Ich will nicht das Ganze. So, ja, gut, ist logisch. Den leichten hyrkanischen Bogen brauchen wir auch nicht mehr. Damit rein. Die Spitzhacke kommt dahin, wo sie hingehört. Die Stahlsichel hoch. Silent Bob, nehme ich dich mit? Nee, Silent Bob, dich nehme ich nicht mit. Aber hier können wir ein bisschen Schwefel hinsetzen. Ja, Goldstaub könnten wir wieder. Wisst ihr, was wir eigentlich jetzt heimlich machen könnten? Ich mache es nicht, aber ich könnte. Der Heinrich bunkert ja so viel Gold. Wir könnten einfach sein Gold klauen und Goldstaub daraus machen und er würde das nicht merken, weil er nicht dabei ist. Hihihi. Nein, das mache ich aber nicht. Das ist gemein. Sowas tut Mathilde nicht. Glaube ich. So. Also, dann bringen wir Silent Bob doch mal dahin, wo er hingehört, nämlich zu Jay. So. Einmal bitte zu Jay. Das ist da der Tiger im Weg. Da. So, dann bringe ich hier mal das schlechte Essen hin. Müsste da einfach mal wieder Pflanzenfasern hinpacken, glaube ich. Die Heilpfeile muss ich ja auch nicht mit mir rumschleppen. Was? Nicht genügend Platz? Warum ist denn da Holz drin? Das tut doch nicht Not. Das tut doch nicht Not, Kind. So. Das kommt auch nochmal rein. Erste können da auch ran. Also ich... Oh, schau an, hier sind ja Ziegel. Brauche ich vielleicht nur Holz? Wie viele Ziegel brauche ich? 350. Also noch 41. 41 Ziegel, bitteschön. So, ich weiß nicht, was der Heinrich gerade tut. Dann hole ich jetzt erstmal geformtes Holz. So, wen nehme ich da mit?
Carsten, hast du Bock auf einen Ausflug? Komm mal mit. Du kannst zwar leider nicht leveln, lieber Carsten. So, also, wir brauchen Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Holzi, Holz. Ja, ist mal wieder nicht so spannend. Jetzt bin ich auch im Überlegen, was ich euch erzählen kann, damit es nicht zu langweilig für euch ist, so zu gucken. Das ist immer das Problem. Wenn man zu zweit unterwegs ist, da kann man sich wenigstens irgendwie unterhalten. Und alleine so, Alleinunterhalter. Ich meine, ich bin ja jetzt schon eine Person. Also ich kann labern, wenn ich will. So ist es ja nicht. Aber irgendwie so ganz, wenn niemand antwortet, ist auch irgendwie doof. Boah. Aber ich... Ich würde euch ja gerne noch diese Runde den neuen Yoke-Tempel zeigen, aber ich fürchte, das wird nichts mehr. Weil, ja, das werde ich jetzt noch die Runde machen. Ich werde hier Bäume fällen. Und vielleicht noch das eine oder andere Nest plündern. Wenn ich schon mal hier bin. Tüdelü. Wie, das findet ihr nicht gut, wenn ich eure Nester plündere? Das ist mir egal. Aua. Danke, Carsten. Ja, schlachte die mal ab, Junge. Ja, ich spiele mit Carsten. Carsten ist heute mein Begleiter. Carsten, ich soll dich von Heinrich grüßen. Schön grüßen, Entschuldigung. So, Carsten, nimm mir mal was ab. Das ist so schwer hier alles. So. Das Gute ist, da Heinrichs Rechner nicht funktioniert, kümmert er sich schön um das Töchterlein. Und Mami kann ein bisschen spielen. Ja, ist so ein bisschen blöd. Na, da hat man Urlaub, Computer geht kaputt, dann ist das ja sowieso gerade alles so ein bisschen kacke durch dieses ganze Corona-Gedöns. Ich hoffe, keinen von euch hat es erwischt und wenn es euch erwischt hat, dann nur so leicht. Ich hoffe, ihr seid ja alle grundgesund, dass da keine blöden Vorerkrankungen sind, sodass ihr zu einer Risikogruppe gehört. Das ist dann weniger schön. Bis jetzt hat es von uns noch niemanden erwischt. Kinder sind ja Gott sei Dank auch nicht so dolle betroffen. Bei der Kleinen wollen wir aber da trotzdem nicht so gern Risiko eingehen. Sieht halt zu, dass man trotzdem seine Spaziergänge jeden Tag macht, weil die Kleine soll ja auch an eine frische Luft kommen. Ist ja auch wichtig für so ein Kind. Wie sieht's denn aus? Habt ihr noch genügend Klopapier oder kriegt ihr nichts mehr, weil ihr auch zu denen, wie wir gehört, die keine Hamsterkäufe gemacht haben und deswegen dann so gucken, wenn sie einkaufen sind, oh, kriege ich was? Kriege ich ein bisschen Kackband oder kriege ich keins? Auf einmal wird man nervös, wenn man nur noch so 4 Rollen zu Hause hat, weil man weiß nicht, wann man das nächste Mal was kriegt. Aber zumindest bei unseren Läden in unserer Ecke ist es so. Also der DM, die haben schon gesagt, so hier Klopapier, nur noch eine Packung pro Haushalt. Ich finde es auch echt gut. Also, weil ganz ehrlich, wie kauft man denn normalerweise Klopapier ein? Man kauft in der Regel so, keine Ahnung, so einen 10er-Pack. Also so ist es bei uns. Wir kaufen meistens so einen 10er-Pack. Und wenn der so, boah, so eine Packung, so eine 10er-Packung, wenn da noch vielleicht so 3 bis 4 Rollen da sind, dann sagen wir, okay, wir brauchen mal langsam wieder was.
Verbraucht ja auch nicht unbedingt eine ganze Rolle am Tag. So ist es ja nicht, aber... Na gut. Und das neue Gold, ne? Klopapier. Gold am laufenden Band, sozusagen. Ja. Und ja, ich hoffe, ich greife jetzt nicht so voraus. Ich hoffe, Heinrich und ich kriegen das auch morgen hin. Wir hatten ja geplant, unsere Laberrunde zu machen. Also, am Sonntag, den... Ich habe jetzt gerade keinen... also Ostersonntag. müssen wir schauen. Also, hängt natürlich auch so tatsächlich ganz dolle von Heinrichs Rechner ab, weil... Wenn er nonstop den Abflug, einen Abflug macht, dann ist das natürlich auch für so eine Laberrunde ein bisschen blöd, weil der Rechner kackt tatsächlich nicht nur dann ab, wenn er spielt. Der macht auch den Flugsaurier manchmal einfach so. Also da macht er nicht viel irgendwie am Rechner. Schaut er vielleicht im Internet nach neuen Rechnern oder irgendwelche YouTube-Videos von den Leuten, die er so guckt, und dann fährt der Rechner einfach runter. Also er hatte am Anfang einfach die Hoffnung, dass es der Arbeitsspeicher ist. So einer von den Riegeln, weil die lassen sich ja relativ leicht austauschen. Aber es scheint am Motherboard zu liegen. Das ist eine etwas größere Sache. Ich bin zwar jetzt nicht so der Computerexperte, Heinrich versteht da definitiv mehr von als ich. Ich wage zu behaupten, dass meine Computerkenntnisse ein bisschen mehr sind als der Durchschnitt. In dem Sinne, dass ich halt durchaus in der Lage bin, eine Grafikkarte auszutauschen oder auch einen Arbeitsspeicher auszutauschen. Ich kann auch das eine oder andere Softwareproblem durchaus alleine beheben. Ich meine, im Zweifelsfall frage ich auch gerne mal den Heinrich. Aber ich versuche auch, bevor ich groß nach Hilfe suche, versuche ich es mit der Standardproblemlösung bei Windows. Aus- und wieder einschalten. Das hilft häufig schon viel. Aua! Also einen kleinen Leoparden hätte ich eigentlich auch gerne. Wir haben gar keinen Leoparden, fällt mir da ein. Eigentlich schade, Leoparden sind hübsch. Naja. Aber ich glaube, ich meine, ich laber hier gerade irgendeinen Stuss so vor mich hin. Es ist witzig, wenn man so angefangen hat, so Stuss zu labern und da erstmal im Stusslaber-Modus ist, kann man sich da erstaunlich gut drin halten, weil man einfach sämtliche dämlichen Gedanken, die einen so durch den Kopf gehen, verbalisiert. Ob das so spannend ist für Außenstehende, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Ich meine, das müsst letzten Endes ihr entscheiden. Wenn ihr mir jetzt noch zuguckt, dann scheint es ja nicht total uninteressant zu sein, was ich hier so vom Stapel lasse. Aber ich glaube, mir reicht es jetzt auch langsam. Ich habe jetzt noch, bis ich einmal voll bin, dann bringe ich das... So, jetzt bin ich voll. Komm, Carsten, wir gehen nach Hause. Machen noch ein bisschen geformtes Holz. Es dürfte ja nicht mehr allzu viel fehlen für unseren Tempel. Für unseren für die zweite Stufe des Jog-Tempels. Puh, keine Ausdauer mehr. Mann, Mann, Mann. Haben wir hier eigentlich... Ach ja, diesen Katzentempel haben wir ja auch noch. Rezept umwandeln. Einleibbrot. Splitter des Unerfüllten. Kituskus. Haben wir hier noch eigentlich was drin? Nö, nur ein bisschen Mist. Schubidi, Schubida, Schubidabdabda. Ja, der Heinrich wird vor der nächsten Folge nochmal nach Hause gelaufen kommen müssen, weil... Ach, da muss ich hin. Weil, ja, weil aus Gründen halt, ne?
Weil unsere Sklaven sind ja hier. Oh, hier Pfeile kann ich mal ein paar mitnehmen. Kann ich hier das Holz rausräumen. Oh, mach ich mal hier. Die nehme ich schon mal mit. Ein paar Pfeile kann ich rüberräumen. Ach, wir sind hier ja voll. Kacke. Hm. Hier ist eigentlich voll viel Zeug, das wir nicht mehr brauchen, ne? Mal gucken. Meine Ablagatur ist aber auch schon voll gemüllt irgendwie. Menno. Ach, 60. Also, reicht noch nicht. Egal, das machen wir nächstes Mal. Da wird dann unsere Jogrube aufgewertet. Danke, Carsten. War nett mit dir. Und ja, ihr bleibt bitte auf jeden Fall gesund. Liken, abonnieren, kommentieren. ja, wir hoffen, dass das morgen mit der Laberrunde klappt. 18 Uhr war ja angesetzt. Wir hoffen, wir schaffen es. Seid uns bitte nicht böse, wenn nicht. Wir tun unser Bestes, aber um 18 Uhr online zu gehen. Vielleicht kann man es ja auch im Zweifelsfall so machen, dass das Heinrich alleine macht und er über meinen Rechner reingeht. Meiner funktioniert ja immerhin, ne? Also wir werden das schon irgendwie machen. Fällt mir ein. Ja, könnte vielleicht sogar klappen. Ich habe ja auch noch einen Schlepptop oder so, dass ich darüber dann reingehe. Wir werden schauen, wie wir es machen. Wir werden da schon irgendeine Lösung finden. Also ihr Lieben, bleibt gesund, verbringt nette Ostern. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.